Hallo und recht herzlich willkommen hier beim Telefonjoker. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das Samsung Galaxy S24 zurücksetzen könnt, also auf die Werkseinstellung wieder bringen könnt. Geht natürlich auch mit dem Ultra oder mit dem S24 Plus. Okay, zuallererst solltet ihr das Telefon komplett ausschalten. Na, wenn er irgendwie eingefroren ist, könnt ihr hier die Ein- und Aus-Taste und die Leiser-Taste zusammen wirklich gedrückt halten und dann geht er irgendwann komplett aus. Na. So, wir starten jetzt mal mit dem Reset. Dafür brauchen wir tatsächlich ein USB-C-Kabel und das hier, ganz wichtig, das muss mit dem Computer verbunden sein. Also nicht nur aufladen oder so am Netzstecker, nein, ihr müsst das USB-Kabel hier mit dem Computer verbinden. So, machen wir jetzt gleich mal. So, jetzt ganz wichtig, wir brauchen die Ein- und Aus-Taste und die Lauter-Taste hier am Telefon. Und die Ein- und Aus-Taste und die Lauter-Taste, die halten wir jetzt gedrückt. So, dann werden wir damit gleich das Telefon einschalten. Und jetzt haben wir das Samsung-Logo und jetzt können wir quasi loslassen, die beiden Knöpfe. Und dann kommt tatsächlich das Menü, was wir gleich brauchen. Da ist er. So, wir können das Kabel jetzt wieder lösen. Das war quasi nur für diesen Neustart. Und jetzt haben wir hier sozusagen mehr Auswahl. Wir haben hier Reboot System und so weiter und so fort. Und wir haben Wipe Data Factory Reset. Das ist, was wir tatsächlich brauchen. Aber wir können jetzt hier nicht rumtippen und so weiter und so fort. Wir brauchen als Navigation wieder die Tasten. Die leiser Taste, damit kommen wir runter. Die lauter Taste, damit kommen wir hoch. Ja? So, und die Ein- und Aus-Taste, das ist unsere Bestätigungstaste. Okay, jetzt müssen wir, wie gesagt, runter hier auf Wipe Data Factory Reset. Ja, das ist der vierte Punkt, wenn ich hier richtig zähle. Dann nehmt ihr die Power-Taste hier als Bestätigung, klickt die einmal. So, jetzt fragt ihr nochmal wirklich, hey, seid ihr da sicher, was ihr da macht? Weil, na, wann setzt das Telefon zurück? Ja, sind wir. Also, wir müssen den zweiten Punkt nehmen jetzt, hier Factory Data Reset. So, wir klicken mal einmal runter hier mit der Leiser-Taste, so dass wir auf Factory Data Reset sind. Bestätigen jetzt nochmal mit der Power-Taste und jetzt macht er den Reset. Es ging super, super schnell, das ist absolut in Ordnung, das ist absolut normal. Der nächste Schritt dauert jetzt ein bisschen länger und zwar, wir müssen das Telefon jetzt neu starten. Das machen wir mit dem ersten Punkt hier, Reboot System Now. Der ist tatsächlich schon vorbelegt, deshalb können wir direkt hier mit der Power-Taste bestätigen nur noch und erst jetzt sozusagen macht er den Reset fertig und setzt hier alles zurück und so weiter und so fort. Das wird in der Regel ein paar Sekunden dauern hier und dann ist das Telefon wieder jungfräulich, also das, so dass ihr die Sprache auswählen müsst, die Google-E-Mail-Adresse und so weiter und so fort. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen und die Frage beantworten. Ich hoffe, dass euer Telefon wieder reibungslos funktioniert. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen oder wenn ihr möchtet, auch gerne einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank. Das ist eine riesen Unterstützung für meine Videos. Ansonsten habe ich noch ein paar andere Videos gemacht, wenn ihr interessiert seid oder könnt mich auch gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und ja, vielleicht bis bald mal. Ciao.